Wahr. Wenn du das Originalvideo noch nicht gesehen hast, solltest du das jetzt nachholen. War logisch, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, dass du es nicht schon längst tun sollen. Aber wenn du das machst, wäre dieses hier noch viel lustiger. Also scheiß drauf, machst es ja sowieso nicht. Also, have fucking fun. Bäh. Das war kein Bleistift, hast du es mit Edding gemacht. Kennen Sie das auch? Sie wachen morgens auf und sind scheiße hässlich oder schlimmer noch, ein Tens. Sie sind vom Vortag immer noch so voll besoffen, dass sie sich nur auf ihrem Kinn fortbewegen können. Ihr IQ reicht nicht dazu aus, einen Rasierer von einer Zahnbürste zu unterscheiden. Und immer diese random Leute, die in ihrem Wohnzimmer spawnen. An dieser Stelle möchte ich einmal einblenden, dass das alles in meiner Wohnung gedreht wurde. Hallo, Chan hier. Was so viel bedeutet wie, immer wenn ein kompletter Vollidiot irgendwelche Sachen in meiner Küche rumstreut, muss ich das wieder sauber machen. Ich möchte jetzt nur noch mal auf dieses kleine Thema hier eingehen, der ganze Rauminhalt, so wie diese Tasse zum Beispiel. Das hab ich bezahlt. Toll, wieder eine Sache, die ich sauber machen darf. Leckt mich, Leute! Es ist ja nicht so, dass mich das total stören würde, dass ihr einfach meinen Mohn hier abstreut oder meinen Kakao. Aber dass ihr mir auch noch getrocknete Würmer in die Küche legen musstet, das fand ich richtig scheiße. Aber wir driften hier leicht vom Thema ab. Es geht immer noch darum, wie scheiße es ist, ein Tens zu sein. Also, mit LMAA stört es überhaupt nicht, dass irgendwelche Typen in Anzügen in ihrem Wohnzimmer rumstehen. Oder gar irgendwelche Mitarbeiter, die so tun, als wenn sie irgendwelche Freunde von ihnen wären. Und nein, nur zur Nebeninformation, dieses Chio-Chan-Pumpe im Hintergrund ist nicht zu verkaufen. Hassen Sie es auch, wenn irgendwelche Vollidioten Ihnen leere weiße Papiere mitten ins Gesicht halten? Oder diese scheiß Telekom wieder Ihren Anschluss gekündigt hat? Dann trinken Sie einfach LMAA und Ihnen ist alles vollkommen Latte. Und wenn das noch nicht reicht, jetzt noch für unterwegs, IDFC3G, ey Moment mal, wer hat meine Kokstabletten hier einfach aus der Packung genommen? Ich glaube es hackt, Alter, was soll das? Ey, jetzt hört auf, eure billig gemachten Produkte in die Kamera zu halten. Wer hat meine Kokstabletten aus dieser Packung genommen? Boah, ich dreh langsam ab hier, ja? Was glaubt ihr eigentlich, wo wir hier sind? Abonnieren erlaubt, das ist totaler Quatsch, das ist ein Pflichtfach. Aber nach diesem Video verlassen sowieso 1000 Abonnenten, also was soll's. Und wo wir gerade bei kompletten Schwachsinn sind, ich habe immer noch einen neuen Kanal. Geht doch einfach mal drauf und abonniert mich. Ich meine, es haben eh so wenig Leute davon getan, dass es schon fast peinlich ist. Also, komm, ich spule das jetzt einfach mal vor. So, das war's. Bis dann, Leute. Ich hoffe, ihr hattet einen Ausrufezeichen in der Glühbirne. Ich liebe es, wenn man sich mal selbst verarscht. Tens, bitte nimm mir das nicht übel, aber das musste sein. Okay, bis zum Wochenende, dann kommt wieder ein neuer Film. Bis dann, ciao.